Wir reagieren auf die gruseligsten wahren Geschichten von X-Faktor, das Unfassbare. X-Faktor ist ja eine Serie, die meisten von euch, denke ich mal, kennen. Wenn ihr ältere Zuschauer seid, dann habt ihr das bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Das war wirklich eine sehr gruselige Serie damals. Es gibt eine... Also in dieser Serie gibt es einen Typen, der heißt Jonathan Frakes, der sagt halt, ob die Geschichten wahr oder falsch sind. So. Und die Geschichten werden dann nachgestellt. Das sind nachgestellte Szenen dann. Unfassbar gruselige Serie, die meisten von uns als Kinder wahrscheinlich geguckt haben. Und zwar geht es um X-Faktor, das Unfassbare. Das ist dieser Jonathan Frakes. Mit Jonathan Frakes. Eine Serie, die bis heute auf RTL 2 läuft und wo man eben immer kurze Ausschnitte, kurze Filmchen in einer Folge sehen konnte, die sich um die unterschiedlichsten gruseligen Geschichten drehten, die entweder wahr oder falsch gewesen sind. Diese Filmchen waren teilweise wirklich unfassbar angsteinflößend. Entweder weil das Bildmaterial verstörend war oder weil die Geschichten an sich so gruselig gewesen sind, dass man beim bloßen Ansehen eine Gänsehaut bekam. Bruder, aber man muss auch sagen, der hat immer in so einem Raum gechillt, wo es wirklich so richtig verflucht aussah, Bruder. Das sind so, keine Ahnung, so voll die komischen Dinge. So mit diesen Kronleuchtern und hier so ein Sarkophag. Weißt du, wie ich meine? Ich persönlich habe damals X-Faktor über alles geliebt und so kam ich auch tatsächlich zum Horror. Und es gab immer einen Moment, der alles noch viel, viel gruseliger machte. Und zwar, wenn man sich so einen Film angeguckt hat, der so schon wirklich beängstigend war, aber man dann am Ende von Jonathan Frakes hört, dass diese Geschichte nicht erfunden wurde, sondern genau so stattgefunden hat. Und deswegen möchte ich heute einmal etwas Besonderes machen. Denn ich möchte heute einmal, meiner Meinung nach, die gruseligsten wahren Ausschnitte, die gruseligsten wahren Filme aus X-Faktor, das Unfassbare, hier vorstellen. Deswegen lehnt euch jetzt zurück und schwelgt mit mir zusammen in Erinnerung. Ich lehne mich zurück. Mit den gruseligsten wahren Geschichten von X-Faktor. Let's go. Wir beginnen mit einem echten Klassiker, den viele wahrscheinlich kennen werden. Und zwar die Frau mit den roten Augen oder nur rote Augen, wie die Geschichte an sich hieß. In dieser Geschichte ging es um ein... Ja, da war irgendwas. Ich kann mich nicht mehr an diese Geschichte erinnern, aber ich kenne sie. Da war irgendwas. Jung, der mit seinen Eltern zusammen in einem Haus lebte und er hatte auch eine Haushälterin, eine Nanny, die sich um ihn kümmerte, weil seine Eltern nicht genügend Zeit hatten. Und an sich war da auch alles schön und gut gewesen. Das Ganze war ein harmonisches Leben gemeinsam, doch alles sollte schnell den Bach runtergehen. Denn eines Nachts, als der Junge in die Küche ging, um sich noch was zu essen und zu trinken zu holen, sah er auf einmal zwei unfassbar gruselige rote Augen, die zu einem verstörenden dämonischen Gesicht gehörten. Diese gruseligen Augen beobachteten ihn aus der Dunkelheit heraus. Und natürlich hatte er sofort Panik gekriegt. Er schrie, doch als man nachsah, was dort gewesen ist, konnte kein rotaugiges Monster, kein Dämon entdeckt werden. Kein Dämon! Dämon! Doch das Ganze sollte hierbei nicht bleiben. Denn während man erstmal das Ganze einfach nur auf die Vorstellungskraft des Kindes abschob, wiederholte sich dieser unfassbar gruselige Vorfall. Das Kind war wirklich verstört in der Geschichte. Das Kind hatte Panik, dass irgendwo in diesem Haus, das er noch nicht so gut kannte, ein gruseliges Monster existiert. Und auch wenn der Vater ihm nicht glaubte, war das Kind fest davon überzeugt, dass das, was er gesehen hat, nicht eben zwei rote Lampen von einem elektronischen Gerät waren, sondern wirklich Augen von einer Gestalt. Ich muss mal überlegen, also es gibt zahlreiche Geschichten über paranormale Aktivitäten. Habe ich auch schon oft von Freunden und so gehört. Aber ich muss mal überlegen, habe ich schon mal irgendwas Paranormales erlebt? Das Einzige, was ich hatte, und schon des Öfteren, sind diese Schlafparalysen. Die hatte ich schon sehr oft, sodass du irgendwann mal mitten in der Nacht wach bist und du kannst deinen Körper nicht mehr bewegen. Du bist paralysiert und es fühlt sich so an, als würde dich irgendwas festhalten, versteht ihr? Das hatte ich schon so oft. So oft hatte ich das, vor allem als Teenager. Da war es mir dann mit der Zeit irgendwie scheißegal, Bruder. Da hatte ich irgendwie keine Angst mehr davor. Als ich dann angefangen habe, keine Angst mehr dafür zu entwickeln, sind auch direkt diese Paralysen verschwunden. Sehr, sehr komisch irgendwie. Gegen Ende von diesen Schlafparalysen war es dann so, dass ich wieder so eine Paralyse hatte. Und ich mir dachte, schon wieder so eine Schlafparalyse. Ja, mach schneller, ich hab morgen Schule. Ich hab nicht den ganzen Abend Zeit. Verstehst du, wie ich mein? So habe ich mich gegen Ende gefühlt.
Auch wenn der Vater es nicht schaffte, seinen Sohn mit Logik zu beruhigen, kam am Ende der Episode, am Ende der Folge, die Haushälterin zu ihm und streichelte ihm, während er im Bett lag, über den Kopf. Sie sagte, dass Angst normal ist, aber es nichts gibt, wovor er sich fürchten muss. Weil solche Kreaturen, solche Monster in Wahrheit nicht existieren. Erst die liebevollen Worte dieser Haushälterin sorgten dafür, dass der Junge beruhigt sein konnte. Er fühlte sich besser. Die beiden umarmen sich und dann geht die Haushälterin aus dem Zimmer. Nur dass wir dann sehen können, als sie quasi dem Jungen den Rücken zugekehrt hat, dass ihre Augen anfangen rot zu leuchten. All die Zeit über, wo wir von einem Monster ausgegangen sind, das sich dort versteckt hält, war das Monster die ganze Zeit dort gewesen. Und zwar war die Haushälterin nicht das, was sie vorgab zu sein. Habe immer Schlafparalysen, wenn ich auf dem Rücken schlafe. Ich schlafe schon mein ganzes Leben lang auf dem Rücken. Irgendwie, keine Ahnung, also ich denke nicht, dass es daran liegt. Dies war eine unglaublich gruselige Folge. Vor allem, weil eben auch diese roten Augen und dieser Plot-Twist am Ende einen wirklich gepackt hat. Und als man dann am Ende erfuhr, dass das Ganze genauso auch passiert ist, machte es alles nur viel schlimmer. Dies ist definitiv eine der gruseligsten Geschichten der Serie. Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube daran, dass es so Gestalten gibt. Aber das sind Dimensionen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben. So, ich glaube, dass es übernatürliche Wesen gibt. Im Islam wird ja gesagt, es gibt die Dschinn. Die wurden aus Feuer erschaffen. Aber es ist nicht solch ein Feuer, wie wir uns vorstellen, sondern wir wurden ja auch aus Lehm erschaffen, daran glauben wir ja auch. Aber wir sehen ja auch nicht aus wie Lehm, weißt du, wie ich meine? Das kann man sich nicht vorstellen, weil die können wir nicht sehen. Die leben in anderen Dimensionen, versteht ihr? Ja, es ist, und ich glaube auch daran, dass sie dir nichts anhaben können. Die können dir nichts anhaben, außer du suchst den Kontakt. Und das ist das Problem. Also es gibt Menschen, die haben so die suchen den Kontakt nach so solchen Gestalten und das ist dann problematisch. Dann öffnest du sozusagen die Tür, du tust diese Barrikade öffnen, weißt du, wie ich meine, zwischen Mensch und übernatürliches Wesen und dann passieren keine guten Dinge. Aber gehen wir noch einmal weiter. Als nächstes haben wir Zimmer 254. In Zimmer 254 geht es darum, dass eine Frau mit ihrer Mutter zusammen in ein Hotel einchecken will. Als sie dort dann ankommt und ihre Reservierung präsentiert, sagt der Hotelier, dass sie leider kein Zimmer frei haben und scheinbar bei der Reservierung ein Fehler unterlaufen ist. Als sie dann schließlich doch dazu kam, ihn zu bedrängen, dass er ihr unbedingt ein Zimmer geben soll, gab er widerwillig ihr das Zimmer 254. Alles war soweit jetzt erstmal gut gewesen, sie ging mit ihrer Mutter aufs Zimmer, doch sie hatte ein großes Problem. Denn ihre Mutter fühlte sich nicht gut. Den ganzen Tag hatte sie bereits über Kopfschmerzen geklagt und als sie auf dem Zimmer angekommen waren, verschlimmerte sich ihr Zustand drastisch. Sie wurde extrem krank, bekam hohes Fieber und ein Arzt, der zum Zimmer gerufen wurde, stellte fest, dass sie eine Infektion hatte. Ihre Tochter ging los, um ein Medikament abzuholen, doch als sie wieder zurückkam zum Hotel, wusste der Hotelier nicht mehr, wer sie ist. Sie sagte, sie... Was? Sie hätte dort eingecheckt und sie würde gerne in Zimmer 254 zu ihrer Mutter Was? Gehen. Doch der Hotelier erklärte ihr, dass in diesem Zimmer überhaupt niemand eingecheckt ist. Madam? Ich habe Sie noch nie in meinem Leben gesehen. Wer sind Sie? Dieses Zimmer existiert überhaupt nicht. Dieses Zimmer ist seit dem letzten Todesfall aus 1845 nicht mehr existent. Er hätte diese Frau und ihre Mutter noch nie zuvor irgendwo gesehen. Er ging davon aus, dass sie verwirrt sein müsste. Auch als sie den Arzt befragten, der zuvor noch dort gewesen ist, konnte er sich an absolut nichts erinnern. Junge, wenn mir sowas passiert, dann würde ich sagen, halt's Maul, halt die Fresse, zeig mir die Security-Aufnahmen, die Kameraaufnahmen. Ich war hier, zeig mir die Kameraaufnahmen. Guck dir die an, dann siehst du, dass ich hier war, du Fischgesicht, so würde ich sagen. Ich würde nicht diskutieren. Hä, doch, ich war doch da. Ich war doch vor einer Stunde da. Halt's Maul, guck dir die Security-Aufnahmen an, die Kameraaufnahmen. Was dort vorgefallen sein soll. Er hatte ebenfalls die Frau und ihre Mutter nicht zu... Ich überleg mir gerade, wie Jan darauf reagieren würde, wenn ihm sowas passiert. Er würde durchdrehen, Bruder. Der ist so oder so ein temperamentvoller Mensch und er würde sich wirklich verarscht fühlen. Und austicken, wirklich. Ein Aufstand würde starten. Nicht bekommen.
Als sie dann schließlich aufs Zimmer gingen, bemerkten sie, dass das... Er hat eh schon einen Tick auf so Hotels und Reisen und sowas. Wenn ihm dann sowas passieren würde, er würde durchdrehen, Bruder. Bett und das ganze Zimmer leer gewesen ist. Die Mutter war verschwunden. Ah ja, okay, Mutter... Okay, alles klar, Bruder. Am Ende... Und das ist eine wahre Geschichte. Am Ende der Geschichte erfahren wir, dass diese junge Frau ihre Mutter nie wieder gesehen hatte. Okay, stabil. Einfach ein Mensch verschwindet. Meine Mutter verschwindet und fertig. So, es hat sich erledigt. Ich sehe sie nie wieder mehr in meinem Leben und ja. Und jeden, den ich darauf anspreche, jeder kennt meine Mutter nicht. Ihre Mutter war einfach Bruder, vom bitte, Erdboden halt's Maul, verschluckt. Oder? Und niemand hatte auch nur die leiseste Ahnung, wo sie war. Diese Geschichte wirkte so unfassbar übernatürlich, so seltsam, dass ich mir sicher war, dass sie nicht echt sein konnte. Doch tatsächlich war sie es. Tatsächlich ist die Geschichte von der verschwundenen Bruder. Mutter, von all den Leuten, die sich nicht mehr erinnern können, angeblich genauso in Paris um 1900 herum passiert. In Paris? Ja, Bruder, dann war es irgendeine Organmafia, die ihre Finger im Spiel hatte. Weil anders, Bruder, ein Mensch kann doch nicht einfach verschwinden. Eine wirklich verstörende Geschichte. Gehen wir weiter zur nächsten. Die nächste gruselige Geschichte, die mir bis heute im Kopf geblieben ist, ist die Geschichte von dem Jungen im Kleiderschrank. Die Geschichte ist relativ simpel. Es gibt ein Kinderzimmer, wo ein Junge drin lebt und dieses Kind fürchtet sich vor seinem eigenen Kleiderschrank. Es ist sich sicher, dass in diesem Kleiderschrank ein Monster lauert und sich versteckt hält. Sein größerer Bruder und dessen Freunde machen sich einen Scherz daraus, den jüngeren Bruder zu quälen und wollen ihn gegen seinen Willen in diesen Schrank sperren. Oh, shit. Der Junge hat natürlich panische Angst vor der Kreatur, die im Inneren ist. Und als er dann zu seinem Bruder sagt, wenn sein älterer Bruder so mutig ist, dann soll er doch reingehen, tut dieser es. Sein älterer Bruder geht in den Schrank, sie machen die Tür zu und kurze Zeit später... Lass mich raten, der ältere Bruder ist dann kurze Zeit später einfach verschwunden, vom Erdboden verschluckt. Oma hat nie wieder mehr was von ihm gehört. Da hört man ihn im Schrank schreien und um Hilfe rufen. Als man dann aber schließlich die Schranktür öffnet, war der Bruder verschwunden. Und es... Bruder, das ist doch... Diese Geschichten klingen so, als hätte die mein kleiner, neugeborener Neffe geschrieben, Bruder. Laut dieser Geschichte auch nie wieder aufgetaucht. Diese Geschichte bewies also, dass in diesem Schrank scheinbar ein echtes Monster lauerte, das zuvor außer dem kleinen Jungen niemand gesehen hatte. Okay, alles auch klar. Diese Geschichte war laut Jonathan Frakes tatsächlich genauso passiert. Hier habe ich aber tatsächlich in einem vergangenen Video mal nachrecherchiert und muss sagen, dass das nicht so stimmt. Es gibt eine wahre Geschichte, auf der das Ganze beruht, und zwar eben eine Geschichte, wo ein Kind in den Schrank gegangen ist und verschwand. Dieses Kind wurde aber nicht von einem Monster mitgenommen, sondern es war durch ein Loch in der Hausfassade, welches im Schrank gelegen war, aus dem Haus geflüchtet und ist zu einem Schulfreund gelaufen. Gehen wir mal zur nächsten Geschichte. Die nächste Geschichte ist wieder ein unfassbarer Klassiker. Und zwar ist es der Spiegel der Seele. Die Story geht wie folgt. Eine Frau bekommt einen Antrag von ihrem... Mann, damit sie für diesen Antrag schön ist, möchte sie noch einmal in einen Schönheitssalon gehen. Ich glaube, die hat in den Spiegel geschaut. Ich glaube. Und im Spiegel sah sie dann aus wie so ein Monster oder sie sah hässlich aus. Irgendwie so. Damit ihre Haare und ihr Make-up gemacht wird. Während dies passiert, beziehungsweise als es fertig ist, guckt sie sich im Spiegel an und findet, dass eben die Visagistin einen wirklich schrecklichen Job gemacht hat. Sie fängt dort an, eben hochnäsig zu sein, beschimpft die Visagistin und diese Frau... Was? Giz? Ich verstehe die ganze Zeit nur Giz, Bruder. Als es fertig ist, guckt sie sich im Spiegel an und findet, dass eben die Visagistin einen wirklich schrecklichen Job gemacht hat. Sie fängt dort an, eben hochnäsig zu sein, beschimpft die Visagistin und die... Was, Bruder, was labert der? Frau verflucht die unangenehme Kundin. Die Kundin soll von nun an nur noch ihr selbst im Spiegel sehen können. Sie soll sich also nicht mehr in echt wahrnehmen, wie sie aussieht, sondern nur wie ihre Seele aussieht, sprich wie ihr Inneres ist. Daraufhin guckt diese Frau immer, wenn sie in den Spiegel guckt, direkt in die Augen eines verstörenden Monsters. Die ganze Zeit gehen wir davon aus, dass ihre Äußerlichkeit sich verändert, dass ihre Haut zum Beispiel abfault und löchrig wird. Doch am Ende kommt es zum Plot-Twist. Denn als sie eben einen plastischen Chirurgen engagiert, der sich ihr Gesicht einmal angucken soll, wischt er ihr das Make-up aus dem Gesicht und sagt, dass er nichts für sie tun kann, weil er nicht erkennt, dass in ihrem Gesicht irgendetwas falsch ist. Ja, ich kenne die Story. Man sieht dann am Ende das Gesicht, das sah echt gruselig aus. Sie nimmt den Spiegel zur Hand, guckt in den Spiegel
und für einen kurzen Moment gucken wir direkt in das monsterhafte Gesicht. Boah, das war, ey. Überleg mal. Stellt euch vor, ihr seid ein 10-jähriges Kind, Bruder, und ihr seht das. So abends. Bruder, das ist schon gruselig, Alter. Fucking gruselig. Dass sie immer im Spiegel von sich selbst sieht. Dieser Moment, wo sie eben den Spiegel hochnimmt und man dieses Monster mit der bräunlichen, löchrigen Haut und den herausquillenden Augen sieht, war für mich als Kind so verstörend, dass ich damals Albträume davon bekam und ab und zu aufwachte, weil ich in meinem Traum glaubte, diese Gestalt zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dadurch eine Spiegelphobie entwickelt haben. Eine unfassbar verstörende Folge von einem Fluch, die ebenfalls, laut Jonathan Frakes, tatsächlich so passiert sein soll. Gehen wir zur nächsten. Die nächste wirklich verstörende und gruselige Geschichte, die ich bis heute immer noch ganz genau im Kopf habe, ist die vom Puppenhaus oder der Schlafwandler, wie sie oft genannt wird. In dieser Folge geht es um einen Mann, der eben schlafwandelt. Jede Nacht bewegt er sich weiter aus dem Haus weg. Seine Frau bekommt darüber schon Panik und gibt ihm ein Armband mit einem Glöckchen. Boah, lass mal das Video ein bisschen schneller machen. Der redet wie mein Großvater, Bruder. Dieses Armband soll eben zeigen, dass wenn er nachts aufsteht und geht, dass sie diese Glocke hört und weiß, oh, sie muss ihn wieder zurück ins Bett holen, sie muss ihn aufwecken. Dieses Schlafwandeln ist ein riesiges Problem geworden. Alleine auch, weil der Mann bei seiner eigenen Tochter während des Schlafwandelns das Puppenhaus kaputt gemacht hatte, aber für sie wieder reparieren konnte. Eines Nachts, als sie hofften, die ganze Situation in den Griff bekommen zu haben, wacht die Frau plötzlich auf und bemerkt, dass ihr Mann weg ist. Sie hatte die Glocken nicht gehört und fängt an, das ganze Haus abzusuchen. Doch nirgendwo im Haus ist ihr Mann auffindbar. Auch als sie schließlich den Garten überprüft, kann sie nirgendwo eine Spur von ihm finden. Tage vergehen und es lass mich raten, er ist auch verschwunden, wurde vom Erdboden verschluckt und man hat nie wieder mehr was von ihm gehört. Kein Hinweis, wo dieser Mann jetzt hin ist. Niemand hat ihn gesehen, bis auf einmal ihre eigene Tochter zu ihr kommt und sagt, sie wisse ganz genau, wo der Vater ist. Die Mutter geht natürlich mit, will wissen, wo die Tochter glaubt, wo der Vater zu sein scheint. Und daraufhin führt die Tochter ihre Mutter zu ihrem Puppenhaus und zeigt eine neue Puppe. Eine Puppe, die niemand der Tochter gekauft hatte. Eine Puppe, die zuvor nicht da gewesen ist. Und diese Puppe sah genauso aus wie der verschwundene Vater. Und auch diese Puppe trug ein kleines Armband mit Glöckchen. Der Vater hatte sich, laut dieser Geschichte, scheinbar in diese Puppe verwandelt. Bruder, wenn diese Story stimmt, dann setze ich mich auf das hier. Wenn das stimmt, ich verspreche es euch, ich setze mich auf das hier. Auch diese Geschichte wirkte absolut unglaubwürdig, absolut übernatürlich. Doch am Ende hieß es, dass sie genau so stattgefunden hat. Wenn ihr allgemein wollt, dass ich diese Geschichten mal nachrecherchiere, mal herausfinde, ob ich dazu genauere Infos finde, die wahren Geschichten hinterfinden kann, schreibt das gerne einmal in die Kommentare, dann werde ich da mal nachgucken. Aber, soweit wie ich jetzt weiß, zumindest von der Serie, ist auch die Geschichte von dem Puppenhaus genauso passiert. Aber wir sind hier immer noch nicht am Ende der gruseligen Folgen. Denn die nächste gruselige Folge, die ich damals extrem verstörend fand, war der Engel. In der Engel geht es um eine Frau, die eben mit dem Flugzeug nach Tahiti fliegen will. Und an sich war auch alles schön und gut gewesen. Sie geht ins Flugzeug und erfährt dort, dass sie aufgestuft wurde in die erste Klasse. Das Ganze könnte jetzt eigentlich eine wunderschöne, ruhige Flugreise werden, doch sobald sie in der ersten Klasse angekommen ist, passieren wirklich... Ich hoffe, der sagt jetzt nichts Verstörendes, Bruder, weil ich habe schon noch vor, dieses Jahr öfters zu fliegen. Wirklich seltsame Dinge. Die Stewardessen und anderen Fahrgäste bzw. Flugpassagiere verhalten sich ihr gegenüber komisch. So sagt zum Beispiel die Stewardess oder gibt ihr Anzeichen, dass sie nicht den Platz mit ihrem Sitznachbarn tauschen soll. Dass sie sich ab und zu anschnallen soll, wenn Turbulenzen kommen könnten. Sie meint sogar den Kapitän gesehen zu haben, der ihr sagte, sie soll sich anschnallen, aber keiner der anderen Fluggäste, nicht mal der Mann, der direkt neben ihr saß, hatte das gesehen. Auch hörte sie durchsagen durchs Flugzeug, dass jetzt bald eben die Leute sich hinsetzen sollen, sich anschnallen sollen, weil Turbulenzen folgen könnten. Und auch diese Durchsage hat außer ihr niemand im Flugzeug mit angehört. Das Ganze endet nachher damit, dass sie eben diesen Anweisungen Folge leistet, sich auf ihren Platz setzt, sich anschnallt und beinahe eine Panikattacke bekommt, als auf einmal ein riesiges Loch in die Seite des Flugzeugs neben ihr gerissen wird und ihr Sitznachbar, der nicht angeschnallt gewesen ist, aus dem Flugzeug rauskatapultiert wurde. Wenn sie sich ebenfalls nicht... Ich habe gehört, wenn ein Loch entsteht im Flugzeug, dann ist das nicht schlimm, habe ich mal gehört. Da wird man nicht herauskatapultiert. Angeschnallt hätte, wenn sie diese Zeichen nicht bekommen hätte, die eigentlich nicht da waren, dann wäre sie an diesem Tag ebenfalls gestorben. Doch sie hatte diesen Flug überlebt und das Ganze soll genau so passiert sein. Ich fand es einfach gruselig, dass scheinbar alle Leute eingeweiht waren und als Kind hatte mir das eine unfassbare Gänsehaut bereitet.
Kommen wir aber jetzt noch zu der letzten Geschichte. Die letzte gruselige Geschichte. Kommt auf die Größe des Lochs an, ja, das stimmt. Geschichte, die wahr gewesen ist aus X-Faktor. Und das ist die Frau im Spiegel. In dieser Geschichte geht es um eine Frau, die mit ihrem Mann in einem... Noch ein Spiegel, Steifen. ...im großen Anwesen wohnt. Doch im oberen Stockwerk gibt es einen Spiegel und immer wenn sie in diesen Spiegel guckt, sieht sie nicht sich, sondern eine verstörende, tot aussehende Frau. Sie sieht okay, warte. Ich habe die Story nicht gesehen, aber lass mich raten. Die Frau war die Vormieterin, die dann gestorben ist durch irgendeinen Unfall. Ja. Also quasi eine lebende Leiche. Manchmal steht diese Frau direkt da, wo sie steht, aber manchmal auch irgendwo hinter ihr. Sie hat so Angst vor dieser geisterhaften Erscheinung, die immer zufällig manchmal auftaucht, dass sie in der Nacht, als ihr Mann weg war, alle Spiegel im Haus mit Laken abhing, damit sie nicht mehr sehen musste. Doch genau in dieser Nacht, wo sie alleine zu Hause war, bricht auf einmal ein Mann in das Haus ein und nimmt sie in Gefangenschaft. Er geht von hinten an sie ran und hält ihr ein Messer an den Hals und während sie versucht, sich zu befreien, fällt eben dieses Laken vom Spiegel ab. Das ist schon eklig. Das ist schon eklig. Also, ich habe manchmal so Szenarien im Kopf, falls ein Einbrecher jetzt reinkommt, so nachts, wenn ich vorm Schlafen bin, so ich denke so nach, ich habe so Szenarien im Kopf, wenn ein Einbrecher jetzt reinkommt, könnte ich den klatschen? Dann stelle ich mir vor, okay, ich könnte den easy klatschen. Aber jetzt mal im Ernst, wenn mal sowas wirklich passiert, wie würde man dann reagieren? Keine Ahnung, wenn jetzt ein Einbrecher reinkommen würde, ich würde so, zack, bam, Knockout. Sie und der Mann hinter ihr gucken in den Spiegel, aber der Mann sieht statt der jungen Frau, die er im Arm hält, auf einmal ebenfalls diese verstörende Leiche. Daraufhin ist dieser Einbrecher so verängstigt, dass er rückwärts die Treppe runterstürzt, wegläuft und später von der Polizei gefasst werden kann. Am Ende der Episode stellte sich eben heraus, dass dieser Mann schon kurz vorher, wenige Monate zuvor, eine andere Frau ermordet hatte. Diese Frau sah er im Spiegel und diese ermordete Frau schützte die andere Frau, dass ihr nicht das gleiche Schicksal passiert. Boah, Bruder, Gänsehaut. Gänsehaut, Bruder. Diese gruselige Geschichte, wo man immer wieder diese verstörende Geist... Das ist mal ein guter Plot-Twist. Das ist ein guter Plot-Twist, ohne Witz. Das. Nicht immer dieses Standard, so... Versteht ihr, wie ich meine? ...die Gestalt Jumpscare-artig sah, war für mich so beängstigend und auch sie soll wahr gewesen sein. Aber das waren sie meiner Meinung nach, die gruseligsten wahren Geschichten von X-Faktor. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mal hinterher recherchiere, was wirklich die wahren Begebenheiten dieser Geschichte... Ja, Bruder, war ein geiles Video, aber 80% davon war einfach scheiße gelabert. Wenn ihr wollt, dass wir wieder auf weitere 80% Fake-Stories reagieren sollen, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal.